Ja, hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge der Fete Beast Show. Ich bin das hier, oh, schönen guten Tag, ich habe Mai in der Hand. Ja, wunderbar. Und das ist Helga, das Hühnchen. Und jetzt klopft gerade jemand, das ist ja ein bisschen doof. Bin gleich wieder da. Boah, jetzt müssen wir gerne mal ausprobieren, ob man damit echt schneller rennen kann. Wow, Alter, wie geil ist das denn? Junge! Wie nice! Zoom, zoom, zoom. Hi, ich bin Flash. Nice, Junge! Wow. Also auch hier bei mir auf dem Kanal mit Feed the Beast. Aber schon seit längerem überlegt mal zu. Ja, herzlich willkommen. Richtig fette Sache. Ja, hier in meinem wunderhübschen. Oh, verdammt. Oh, verdammt, was denn hier passiert? Ach du Scheiße, ey. Was denn hier los? Ja, was denn da los, ey? Ja, was denn da passiert? Ja, krass. Ja, meine lieben Freunde und werte Fete Beast Anhänger. ich begrüße euch hiermit zur traurigen letzten Folge von Fete Beast und der Fete Beast Show. Ja, ist schon so ein bisschen sentimental war es dann für mich schon. Ja, weiß ja nicht. Ihr habt ja schon mitbekommen, jetzt die letzten Tage. Ja, da war schon mit Fete Beast nicht mehr ganz so viel. Und da waren auch so allgemein die Aktivität auf dem Server nachgelassen. Ja, es war ja klar, wussten wir alle von Anfang an, dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir keinen Bock mehr haben und so. Und da war ich einige Tage nicht auf dem Server, komme ich auf den Server rauf, guck mir das alles so an, ja.
kein Mensch drauf. Und dann, wenn man so überlegt hat, boah, was man alles eigentlich hier gemacht hat, ne? War schon ziemlich krass, ne? Also, war schon... Muss ich ja sagen. Gut, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Also, euch gefallen soll das vielleicht jetzt gar nicht unbedingt. Das wäre ja doof, wenn euch ein Ende unbedingt gefällt, aber... Ich bitte euch trotzdem nicht unbedingt, jetzt irgendwie rumzuhaten oder so. Das, oh, was soll denn der Scheiß, was hörst du jetzt auf und so. Es ist einfach so, wir haben viel geschafft, wir haben viel gemacht und die Luft ist einfach so ein bisschen raus. Was heißt ein bisschen, die ist eigentlich komplett raus. Ich habe keine Lust mehr auf Fit the Beast. Sämtliche Spieler auf dem Server haben kaum noch Lust auf Fit the Beast. Und ja, dementsprechend muss es irgendwann ja mal ein Ende geben. Und ja, den Part nutze ich einfach mal so ein bisschen hier. Das wollen wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was alles so hier gebaut wurde, was wir geschafft haben auf dem Server. Und es gibt noch eine kleine Sache für euch, zu der es aber auch noch ein extra Video geben wird. Und zwar werdet ihr tatsächlich nochmal auf den Server können. Ja. Ich hoffe, das klappt also, wie ich mir das denke, aber gut. So viel erstmal dazu. Soll da mal ein separates Video zu kommen. Ich find's übrigens hammer krass, wie nur mein Haus, alles von mir, ist abgerissen. Aber sonst ist soweit alle Teile. Selbst von der Brücke ist. Die komplette Brücke steht noch. Mensch, also wenn ich die Nukes nicht geil gesetzt habe, weiß ich auch nicht. Ja, und was steht noch? Die Personal Saves stehen noch. Boah, wie viel Glas da rumliegt. Und natürlich hier unser Refined, wie heißt das Dings, dieser komische Stein da. Und ein bisschen was von der Produktion hier. Ja, so viel dazu. Also, wir schauen uns das Ganze hier einfach nochmal so ein bisschen an. Angefangen hat das Ganze, ja, hier irgendwo an dem Haus bin ich gespawnt und dann, gut, jetzt kann man sich das Haus leider nicht mehr angucken, weil es nicht mehr da steht. Aber ich fliege hier einfach mal so ein bisschen drüber, könnt ihr euch ja einfach mal anschauen. Das meiste kennen wir ja alles aus den Aufnahmen, was ich gezeigt habe und ihr habt nichts mehr verpasst. Also seit dem letzten Part ist nicht mehr groß was passiert. Hier ist noch der Anfang eines kleinen Hauses entstanden, aber ist auch nicht mehr, auch nichts Großes mehr. Hier hat Nick noch was angefangen zu bauen, hat es aber nicht fertig gemacht, glaube ich zumindest. Ne, sieht nicht so aus, als wenn es fertig ist. Und ja, fliegen wir einfach mal so ein bisschen hier drüber. Also ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Projekt. Also wirklich, mir hat es riesen Spaß gemacht. Wirklich, also ich habe ja sonst bei meinen anderen Projekten auch immer Spaß. Ansonsten würde ich die ja gar nicht erst spielen. Aber das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch Fit the Beast wirklich ziemlich viel gesuchtet. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Spielstunden ich insgesamt so hatte. Aber das wären schon so ein paar gewesen sein, ja. Ansonsten freut es mich natürlich auch, dass es so gut bei euch ankam, ja. Die Aktivität und so, die war immer richtig geil bei den Fit the Beast Folgen, was ich Hammer fand, ja. Ich habe da auch wirklich teilweise echt Mühe und Arbeit reingesteckt in manche Parts. Und ich habe da manchmal, ich glaube, an den aufwendigsten habe ich, glaube ich, so um die 1,5 bis 2 Stunden gesessen, was das Nachbearbeiten und so angeht. Und dass dann von euch auch noch die Aktivität dazu da war, fand ich schon mal fett, ja. Fand ich wirklich Hammer fett. Es ist wirklich schon ein bisschen schade, ja. Man könnte jetzt sagen, boah, wenn das so gut ankam, warum machst du nicht einfach weiter, ja? Gib doch schön Klicks. Ja, aber nein. Wenn mir etwas keinen Spaß mehr macht, höre ich damit auf. Das wird reinstes Moos. Und was ist das denn überhaupt? Warum ist hier überall Stein? Was zum... Warum ist hier überall Stein? Ich glaube, da hat jemand mit dem Zauberstab rumgespielt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, mit der am längsten noch aktiv war, ist der Muddy. Der hat noch relativ lange und viel hier was gemacht. Das ist hier seine Hütte. Er hat auch unheimlich viele Solarpanels. High Voltage. Und er hat auch eine Fabrik und so. Er hat hier auch so ein hübsches Tor. Treffe ich den Button? Er hat auch so ein Tor, aber das geht irgendwie nicht ganz... Bis ganz oben geht das irgendwie nicht. Das geht irgendwie nur 2 hoch. Nee, es geht sogar weiter. Ach so, nice. Es geht sogar weiter. Oh cool, er hat sich auch so ein Tor gebaut. Hammer nice. Ja, ansonsten hätten wir das dazu. Ja, da drüben natürlich der All-Exporter Marvin. Der ja mit das meiste Zeug gemacht hat, sag ich mal. Ja, also von dem ganzen technischen Zeug hat er wirklich mit am meisten geschafft. Alex Bude hier, die ganze Teuvo-Ecke. Mit Marc und Pascal hier, die automatische Eisenfarm, hier die Baumplantage. Ja, und so viel mehr ist das denn noch gar nicht mehr. Wir könnten jetzt noch ganz nach hinten da zu Nick fliegen, aber... nee.
Ja, ich will jetzt das auch gar nicht weiter in die Länge ziehen, das meiste kennen wir ja hier eh schon. Ich wollte den Part einfach nur nochmal nutzen, ich wollte nicht einfach Schluss machen. Ich wollte schon irgendwie nochmal einen Part haben, wo wir nochmal kurz drüber sprechen. Ich euch auch nochmal sage, warum das Ganze zu Ende ist. Ich wollte mich auch bei euch, und das tue ich jetzt hiermit, mich bei euch bedanken für eure ganze Aktivität Bambus. Und ja, wie gesagt, es gibt nochmal so als kleines Dankeschön sowas wie ein kleines Community-Treff-Event hier auf dem Server. Das, wie gesagt, nochmal in einem anderen Video und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das habe ich aber gerade wieder vergessen. Ach ja, die Map wird es auch zum Download geben, habe ich ja auch schon mal irgendwo erwähnt. Die wird auch nach diesem Event dann zum Download kommen. Dann könnt ihr euch die auch runterladen und selbst nochmal so ein bisschen drauf spielen, bauen, kaputt machen und was auch immer, euch das anschauen. Und ja, in dem Sinne möchte ich mich dann gerne bei euch verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Projekte wieder. Es werden, denke ich, noch ein paar mehr Minecraft-Projekte auch noch kommen. Wir haben auch mal überlegt, sowas, es gab ja auch dieses Feed the Beast Unleashed, das nochmal zu machen, aber irgendwie habe ich dazu jetzt auch nicht mehr so wirklich Lust. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin.